Ich musste eigentlich sehr vieles tun, um da zu gelangen, wo ich jetzt gerade bin. In meiner Jugendzeit, meine Freunde waren immer fort und ich hatte halt nicht die Zeit dafür, auch mit denen abzuhängen. Also ich war meistens immer im Gym, habe trainiert, habe dafür gearbeitet, dass ich meine Beiträge zahlen kann. Und coole Freunde von mir, die engsten Freunde von mir hatten immer so Autos. Ich habe es zwar schwerer nach ein paar Jahren immer gehabt, weil ich, für mich war das Wichtigste zuerst mein Training, weil ich einen Traum hatte oder noch immer habe natürlich. Wer hat keinen Traum im Leben? Und ja, man hat viel Zeit und Disziplin investiert, geopfert für das, was ich jetzt gerade mache und was ich jetzt noch machen werde. Wie ich zum professionellen Kampfsport gekommen bin, ist es halt so passiert, dass ich durch meinen Vater zum Kampfsport gekommen bin. Also im jungen Alter habe ich meinen Vater immer so oft gesehen, wie er Kung Fu und Taekwondo gemacht hat, weil ich zwischen 6 oder 10 Jahre alt. Und er war in Taekwondo in grünen Gurt und Kung Fu in schwarzen Gurt. Also ich habe bis zu meinem 10. Lebensjahr oder 12. Lebensjahr habe ich Fußball gespielt und durch die Filme so wie von Van Damme oder halt die meisten, die kleinen Kinder sich da angeschaut haben, mit Jet Li, Jackie Chan und so, hatte seine Filme. Und da ich auch daheim meinen Vater hatte, hat es mich dann zum Kampfsport so wirklich sehr inspiriert, es auszuüben. Und seitdem bin ich im Kampfsportbereich. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah. Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. Doubt me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to understand. Ay, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop pursuing. So, Herr, wie gesagt, wir machen 20 Runden hier. Eine Minute wird gearbeitet, 10 Sekunden Pause. Kein Ellbogen, kein Knie. Nur bei den Leuten Knie erlaubt, die auch schon Kämpfer haben. Mit aufpassen bitte, ja, dass man sich nicht verletzt. Keine Saltos, keine Fallrückzüge, ihren Scheiß. Bleibt bitte bodenständig. Schaut, dass wir uns nicht verletzen, dass wir morgen zum Training kommen können. Okay? Also kein Ego hier, Ego ist draußen, das ist daheim. Bei euch daheim ist besser als hier im Gym.
Welche Disziplin ich zurzeit praktiziere, ist eigentlich euch bekannt. Ich mache MMA zurzeit, aber ich habe begonnen im jungen Alter mit K1, was die meisten auch, glaube ich, im Kampfsport, also mit, so im Kampfsport, mit dem Kampfsport begonnen haben. Das war K1 mit Low-Kick, Kickboxen, und das war mal dann nach einer Zeit sehr leicht. Ich wollte immer mehr und mehr. Ich habe dann gewechselt zum Thai-Boxen, dann zum Muay Thai noch dazu. Und nach, seit 2010 habe ich dann den richtigen Kampfsport für mich gefunden. Das war dann MMA. Und dazu braucht man halt dann also einige Sportarten, dass man ein komplettes Paket wird. Das heißt dann brasilianisches Jiu-Jitsu, Ringen, Judo, einige Kampfsportarten. Und seit 2010 bin ich im MMA-Bereich dann zu sehen. Wenn die Kamera da ist, auf einmal jeder ist Blick mit. So, wir sind hier, okay? Wir gehen runter. Rechter Fuß kommt daher, linke Hand daher. Wir stecken uns auf. Hopp, nächste Seite. Komm. Nur andeuten. Nur andeuten, nicht runter gehen. Hopp. Alles klar? Ein typischer Trainingstag für mich sieht so aus, also 2 bis 3 Mal am Tag zu trainieren. Es ist von Tag zu Tag bei mir anders. Manchmal stehe ich um 6 Uhr früh auf, gehe mal kurz joggen, wo noch wirklich alles super ist, noch dunkel ist im Winter auf jeden Fall. Und schwimmen natürlich. Und ich habe halt meine Tage so, wo ich dann es alles geplant habe, wo ich dann Beispiel an einem Tag mache ich dann schwimmen, dann gehe ich zum Mittag irgendwo hin, trainieren wieder und am Abend dann nochmal. So sieht bei mir ein typischer Trainingstag aus. Was ich nach meiner aktiven Kampfsportkarriere plane, ist natürlich auch, was die meisten planen, ist ein eigenes Gym zu öffnen. Also mein Wissen, mein Knowledge den Jugendlichen weiterzugeben. Also meine harte Arbeit bis jetzt, was ich geleistet habe oder noch immer leisten werde, den Jugendlichen, den Jungs, das weiterzugeben, ist mein größtes Ziel. Was wir heute gemacht haben bei Sado ist ein Herzratenvariabilitätstraining. Das heißt, die Herzratenvariabilität gibt an, wie unterschiedlich die Abstände zwischen unseren Herzschlägen ist. Und wir wollen, dass dieser Abstand möglichst unterschiedlich ist. Und genau das kann man mit einem gezielten Training beeinflussen. Und dann steigt auch unsere Leistungsfähigkeit, weil unser Körper kann sich dann besser anpassen, ob wir gerade in einer Regenerations-, Entspannungsphase sind oder in einer Aktivierungsphase. Das heißt, der Körper kann dann besser switchen. Und das ist sehr sinnvoll, also gerade wenn man in so einem Leistungsprofi-Bereich sich bewegt, wie Sado macht,
dann ist das nochmal eine Methode, um mehr Push zu bekommen, weil der Körper sich dann in Spannungsphasen besser regenerieren kann. Und das ist natürlich gerade sinnvoll, auch bei Kampfsportlern, wenn man an die Ringpausen denkt, dass man sich dann in der Ringpause besser regenerieren kann und dann wieder mehr Aktivierung und mehr Kraft für die Runde selbst hat. Also prinzipiell ist eine langsame Atmung sehr wichtig, das heißt eine entspannte Atmung ist circa bei 6 Atemzügen in der Minute. Anders schaut das natürlich aus im Sport, vor allem auch im Kampfsport, weil wir dann mehr in den Brustkorb atmen, weil unser Körper schneller Energie zur Verfügung stellen muss. Trotzdem, wenn man eine Bauchatmung, also eigentlich eine Zwerchfellatmung, dann gut beherrscht, dann kann man in Pausen schneller regenerieren, was sich auch gut auf die Aktivierung selber dann auswirkt. Das kann man auch gut üben, indem man wirklich versucht, in den Bauch zu atmen, also ins Zwerchfell reinzuatmen, weil sich dann die Lunge viel besser ausbreiten kann, mehr Sauerstoff reinkommt und wir auch insgesamt entspannter sind. Nach vorne kommen, linke Beine hinauf, linke Arm nach vor, Beine hier fest, ich setze mich rüber, hopp, hopp. Richtig so mit den Beinen, Step by Step, sorry, einmal noch. Step 1, rüber, 2, hier. Bleib aufstehen, strecken. So. Jetzt rechter Bein nach vor, linke Hand rüber, ich komme hier rein, hopp, linke Hand. Jetzt nehme ich hopp. Alles klar soweit? Ja. Schauen wir noch einmal, okay? 3, 2, 1. Das war gut. Herz üb. Also, wo ich jetzt werde, wenn ich nicht mit Kampfsport begonnen hätte, also es wäre, ich bin mir sicher, dass ich in einer Bank wäre oder in einem Büro tätig, weil ich ausgelernter Buchhalter bin und eine kaufmännische Ausbildung habe, wäre ich höchstwahrscheinlich in einer Bank oder in einer Kanzlei irgendwo vor dem PC sitzen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt da bin, wo ich eigentlich sein wollte, damit ich auch weil das Gelernte, die harte Arbeit auch weitergeben kann, ist für mich natürlich wertvoller, hinter einem PC zu sitzen. Also mein Rat wäre, beziehungsweise ist auch immer an meine Schüler, natürlich immer die Schule zu besuchen mit guten Noten, weil ein Profi-Kampfsportler zu werden, ist eine lange Reise. Man weiß nicht, was morgen passiert. Deswegen sollte man eine Ausbildung machen, etwas Sicheres in der Hand haben für die Zukunft. Und dass man vielleicht, weiß ich, einen Beruf schon hat oder irgendwas Gelerntes ist. Und also einen Stützpunkt hat für sein Leben. Und wenn das nicht klappt, dann weiß ich, okay, ich ziehe es durch im Sport. Weil die Zeit, was man verliert, kann man nicht wiederholen oder nachholen, zurückspulen und dann Play drücken. Das geht nicht leider. Deswegen sollte man die Zeit immer nutzen, in jungen Alten natürlich die Schule zu besuchen, alles zu machen, richtig gescheit und natürlich auch die Trainingseinheiten, wenn man beides machen möchte, durchzuziehen. Und mit Disziplin, Motivation, Loyalität ist alles machbar und möglich. All dies, meine harte Arbeit, die Zeit, was ich im Gym verbracht habe, seht ihr am 2.12. bei der Vendetta 36. Say what it be, I know the king, follow his lead, repeat after me. I know they lurking, they serpent, they circling, but I never worry, cause he got the key.